Ui, meine Frau macht sich wieder Sorgen wegen Schlangen. Gestern habe ich einen riesen Anschiss bekommen, aber ich werde euch heute erzählen, um was es geht. Ja, aber zuerst noch eine gute Nachricht. Und zwar, es regnet endlich mal. Und zwar so, ja, Nieselregen nachts ab und zu mal ein bisschen mehr. Und es wird langsam besser. Es wird auch wieder grün. Gut, klar, so ein richtig heftiger Regenschauer wäre jetzt das Ideale, damit auch die ersten 1-2 Meter mal wieder nass werden der Erde. Es ist immer noch alles ziemlich trocken, aber besser als nichts. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich sogar die Regenzeit die beste Jahreszeit. Gut, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man hier macht in Thailand. Wenn ich jetzt irgendeine Poolvilla hätte am Meer, dann wäre wahrscheinlich eher die High Season so meine Lieblingsjahreszeit, aber da mit so einem Dschungelgarten definitiv die Regenzeit. Oh, Rasenmähen ist wieder angesagt. Also ich habe jetzt gerade gestern Rasen gemäht. Mordsarbeit bei so einem großen Grundstück, aber irgendwie die Bewässerung jetzt während der Trockenzeit immer nur bewässert. Irgendwie 6 Monate ist mir jetzt auch langsam auf die Nerven gegangen. Jetzt kommen die nächsten 6 Monate dann wieder nur Rasenmähen, nichts mehr bewässern. Ja, um was geht's eigentlich? Warum macht sich meine Frau Sorgen, beziehungsweise ist ein bisschen sauer auf mich? Es geht um Schlangen, beziehungsweise wir hatten wieder eine Kobra im Garten und schuld daran bin natürlich ich, wenn es nach meiner Frau geht. Aber zur ganzen Story, ich hatte vor 3 Tagen eine Ratte hier vorne, da bei dem blauen Sprinkler. Und die Ratte war tot. Ich glaube, mein Hund hat sie wahrscheinlich gefangen und getötet. Und auch einen Teil gegessen. Ich hoffe, ihr seid nicht gerade am Frühstück. Und ich habe festgestellt, dass es hier auf dem Grundstück schon den einen oder anderen Tunnel hat. Auch bei den Hühnern hinten im Hühnergehege. Und ja, ist natürlich ein Hinweis, dass da auch mal die eine oder andere Ratte oder Maus unterwegs ist. Dann habe ich gestern hier eine Pflanze eingepflanzt. Das ist ja so, da will ich so einen Pflanzenhügel machen mit Elefantenohr. Die wachsen hier nicht schlecht und hier sieht man es bereits. Das kleine Elefantenohr-Wurzelding, da habe ich gestern gepflanzt. Und als ich hier ein Loch reingemacht habe, da, als ich das rausgenommen habe mit der Spitzhacke, habe ich plötzlich unten einen riesigen Tunnel gesehen. Und als ich dann so ein bisschen reingeschaut habe, kam plötzlich eine Monokelkobra raus. Und hatte ich natürlich schon ein bisschen den Schrecken, ist klar, sie hat mich angeschaut, ich habe sie angeschaut. Und dann hat sie sich dann verzogen. Dann habe ich ein bisschen geguckt und offensichtlich, gut ist ja auch, ich habe da eine Röhre reingemacht vor ein paar Monaten, damit ich schon von oben halt einfach Wasser reinleeren kann, um zu bewässern. In der Trockenzeit ist das ja hier alles steinhart, aber wenigstens ist es dann innen drin feucht. Und dieser Hügel, der hat mehrere Tunnels, wahrscheinlich von einer Ratte, vielleicht war es sogar diese Ratte, die da hinten eben vor ein paar Tagen tot auf dem Boden lag, und in diesem Tunnel drin befindet sich jetzt offensichtlich eine Kobra oder hat sich befunden, vielleicht ist sie jetzt schon wieder weg. Ja, und ich habe dann gegoogelt, also ich weiß, Königskobra wird es nicht gewesen sein, weil Kingkobra, gut, die erkenne ich mittlerweile auch, also Monokelkobra erkenne ich sehr gut, von denen hatte ich schon sehr viele, aber Königskobras, die sind ja nicht so eher die, die in den Erdlöchern leben. Und Monokelkobra habe ich gegoogelt, die gehen halt gerne in die Tunnels rein, also die sind unter der Erde, vor allem dort, wo Ratten gewesen sind, also die nutzen ja die Tunnels ihrer Opfer und ja, sind dann halt dort drin, meistens auf der Jagd oder leben dort drin oder wie auch immer. Ich hoffe jetzt immer noch, dass das stimmt, was mir mal der Schlangenexperte gesagt hat, dass die Schlangen sich nur kurz da aufhalten, fressen und dann wieder gehen. Aber Jui gibt halt jetzt mir die Schuld, so nach dem Motto, ja, weißt, du machst da überall diese Hügel, du machst da überall diese blauen Röhren in die Erde rein für die Bewässerung und. Und dort drin sind halt die ganzen Schlangen. Und es ist halt schon so, sie hat nicht ganz Unrecht, wenn du
Bewässerungssysteme machst, vor allem Entwässerung. Bewässerung ist jetzt nicht so das Problem, aber Entwässerung ist eher das Problem. Diese Rohre oder Sickerleitungen, die unter der Erde sind, ja, die sind halt die meiste Zeit, vor allem in der Trockenzeit, auch Regenzeit, sind die oft halt leer. Und das ist halt das beste Versteck für die Schlangen. Und diese Leitungen, die sind auch regelrecht voll von Schlangen. Also das ist sehr, sehr oft irgendeine rauskriechen oder so, aber du hast auch keine andere Möglichkeit. Also das ist hier einfach normal, man muss vorsichtig sein. Und ja, das Einzige, was halt Yui im Moment ein bisschen belastet, ist, dass wir so viele Monokel-Kobras haben. Sie hat das Gefühl, dass die sich da irgendwo vermehren. Und so halt ja hier ein riesen Monokel-Kobra-Nest ist, wovon ich nicht ausgehe. Aber es ist auch für mich ein bisschen speziell, dass es hier so viele Monokel-Kobras hat, vor allem bei uns auf dem Grundstück. Ja, was werde ich jetzt machen? Nix, gar nichts. Ich lasse es einfach so, weil, wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, die hat es schon wieder aus dem Staub gemacht, die Löcher zugeschüttet. Und ja, du kannst es eh nicht verhindern. Man muss einfach vorsichtig sein. Also wir haben nach wie vor jeden dritten Tag eine Schlange. Ich kann sogar plus minus sagen, wo die sind. Also in welchem Bereich, dass wir sehr oft Schlangen finden. Einerseits hier bei Yui im Garten. Da, also da drin, da hat es extrem viele, meistens aber Rattenschlangen. Und hier vorne auch zwischen den Töpfen, da drin. Beim Teich drüben habe ich sehr oft diese Schlange, die Fische frisst. Und hier hinten beim Kompost, dort ist es auch ganz extrem. Dort sind die Großen drin. Also beim Kompost, jetzt ist es aktuell nicht der Fall. Jetzt Regenzeit wird kompostiert. Aber in der Trockenzeit, wenn ich große Holzstämme oder Äste und so habe, dann zünde ich die ab und zu auch an. Und dann siehst du auch die großen Schlangen rauskommen, sobald es ein Feuer gibt. Aber auch das, da kannst du nichts machen, weil ich brauche das. Ich muss ja irgendwo die ganzen Abfälle entsorgen. So ist es und so wird es auch immer sein. Dann noch ein kleines Update zu den Durienbäumchen. Ich habe da jetzt ein bisschen, wie nennt man das schon wieder, Wurmkompost reingemacht. Und ich muss sagen, ich bin aktuell sehr zufrieden mit meinen Durienbäumchen. Jetzt interessant hier, einfach mal um zu zeigen. Einige haben ja auch gefragt, warum machst du hier ein Loch und setzt den Durien in einen Krater. Und nicht wie eigentlich üblich den Baum auf einen Hügel. Weil Durien, die wollen ja eher ein bisschen höher sein, weil die dürfen ja keine nassen Füße bekommen. Zum Beispiel auch hier drüben habe ich den Durien ja auch auf einem Hügel. Da. Aber er ist auch schon gefühlt irgendwie ein Jahr alt und wächst nicht richtig. Das Problem ist, dass ich ja hier so trockene Erde habe, dass es gar keinen Sinn macht, den Baum auf einen Hügel zu stellen, da das Wasser meistens ja hier oben, also an der Oberfläche, trocknet das aus und das Wasser kann nicht richtig rein. Aber in der Trockenzeit macht der Krater halt Sinn, weil dann kann ich hier Wasser reingeben, nicht zu viel, aber so, dass das Wasser halt wirklich dann hier bleibt, auch runtergeht und der Durian permanent nicht nasse Füße hat, aber feuchte Füße. Und ich habe das von einem Thailänder abgeschaut, hier in der Region, der auch einen Durienbaum hat. Der hat das auch so gemacht und dessen Baum wächst natürlich sehr gut. Klar, du kannst hier auch alles mit Komposterde einen Hügel machen und den Baum raufstellen, geht natürlich auch. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe halt einfach immer das Problem gehabt, dass durch die extreme Hitze die Erde, auch die Komposterde, so schnell austrocknet. Und am Schluss halt von dem Kompost die wertvollen Nährstoffe auch nicht mehr wirklich vorhanden sind. Ja, ich habe übrigens auch versucht, den pH-Wert ein bisschen runter zu bekommen, ist mir leider noch nicht gelungen, weil Durien braucht ja so plus minus 6. 6,3 wäre ideal, damit sie gut wachsen. Mein Land, ich hatte ja vorher hier einen pH-Wert von 8 bis 8,5, also viel zu hoch. Konnte ihn jetzt mal bis auf 7 runterbringen, deshalb wachsen die Bäume schon etwas besser. Aber ich bin im Moment noch etwas ratlos, weil du brauchst so Unmengen an Kompost,
damit ich den pH-Wert runterbringe auf ja, vielleicht 6. Ich habe es jetzt auch mit Schwefel versucht, Schwefelsulfat, um ihn ein bisschen runterzubringen. Aber das wirkt ja auch erst relativ spät. Also es dauert wahrscheinlich 3 bis 6 Monate, bis das so richtig ihre Wirkung zeigt. Und ja, muss jetzt gucken. Aber so schaut es im Moment aus. Ich denke, die kommenden Monate wird es dann noch besser. Sobald der große Regen kommt, dann ist die Landschaft nicht mehr so öde wie noch vor 1-2 Monaten. Ja, das war ein kleines Update zum Garten. Teich, wie gesagt, kommt dann im nächsten Sommer, also beziehungsweise High Season, kann ich jetzt nichts machen, wenn der Regen kommt. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis dann, Grüße aus Thailand.